Hallo Freunde, wir sind wieder zurück im Kaiserreich, im Deutschen. Und wir haben aufgehört mit der Landung in Kuba. Also eigentlich hat das Video wahrscheinlich ein paar Tage vorher aufgehört, aber bei mir ist ja das Spiel abgestürzt und da wird dann beim Fixen der Aufnahme immer leicht etwas weggeschnitten. Deswegen könnte es sein, dass die Landung hier nicht mehr dabei war. Aber das macht ja nichts. Denn wie man sehen kann, wir sind in Kuba gelandet. Und das ist gut, denn Kanada hat kapituliert. Und Persien hat kapituliert. Und oh, tatsächlich neigt sich dieses Let's Play dann auch dem Ende zu. Ich meine, wir haben ja so ziemlich alles gemacht, was wir hier wirklich machen können. Wir haben ganz Europa erobert. Auch den kompletten Teil Asien an, nun ja, zur Marionette gemacht. Hier im zentralasiatischen Raum auch. Hier. Ach, wir sind letztendlich da. Dann kann ich denen auch noch einen Krieg erklären. Ja, und sobald die hier fallen, dann noch die hier. Bei denen habe ich keine Ahnung, aber die haben anscheinend keinen Siegpunkt. Tja. Wie lange dauert es denn noch? 25. Jänner. 11 Uhr. Ach, im Kaukasus. Gut, dass ich hier wenigstens etwas Gebirgstruppen. Warum habe ich nicht das Gebirgskorps dahin gebracht? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. ...200 Kilometer. Ja, kann ich die dahin schicken? Und Kuba steht wirklich knapp vor der Kapitulation. Aber natürlich werden die... Wann kommen wir an? 5. Jänner, 31. Jänner, 5 Uhr. Oh, die werden höchstwahrscheinlich schneller sein. Das ist natürlich schlecht, wenn die schneller sind. Aber das werden wir ja sehen, wer hier schneller ist. Die Transportflotte hätte ich gerne noch da. Und die Schlachtflotte schicke ich jetzt dahin. Denn hier sind sicher feindliche Schiffe. Hier, sieht man. Ja. Nein. Was sind das? Im Osten. Und das ist Kuba. Ach, okay, wir haben die auch direkt mal vernichtet. Das ging aber ziemlich schnell. Das ging wirklich schnell. Aber ich meine, wir haben ja auch eine Kavallerie dabei gehabt. Und von hier sind es 76 und hier 108 Kilometer. Ja.
Aber dann wird wenigstens hier dieser. Was ist eigentlich mit Jemen? Jemen ist nicht. Naja, Jemen hat aber auch keinen Siegpunkt. Sicher. Meine russischen Kumpels, die können von mir alles haben. Am 8. Februar. Meine Europäisch-Asien-Marionetten, die können von mir natürlich alles haben. Ich finde es auch toll, wie die einzigen Länder, die keine Marionetten sind, ist einmal ich, Österreich-Ungarn, Bulgarien, das Osmanische Reich. Sonst ist. Und Abessinien. Ne, der Oman, den haben wir erobert. Die hier, die Emirate des Asir, die sollten auch keine Marionette sein. Naja, aber ich kann ja eh nachschauen, was alles Marionetten sind. Marionetten. Island, Norwegen, Schweden, Belgien, Niederlande, Rumänien, Italien, Albanien, Griechenland, Serbien, Oman, Persien, Bhutan, Nepal, Südafrika, Australien, Neuseeland, Kanada, Kuba und das weiße Russland. Das sind alles meine Marionetten. Das nenne ich doch mal. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Zahl. Keine Schiffe ab. Sind die wirklich so schlecht? Okay, ich gehe jetzt erstmal Panama erobern. Und das heißt erst einmal ab nach da unten. Ich finde es auch toll, dass ich da so wenig Truppen benutzen muss. Ja. Und 19 Stunden, tja, das wird nicht so schnell gehen. Mit denen bin ich mal nicht im Krieg. Ja. Und die können da angreifen. Und wir gewinnen den Kampf. Also höchstwahrscheinlich auch noch. Sieht ja, wird immer besser. Das ist wow. Die können nicht mal eine Landung abhalten. Wie sieht das aus? Übertrieben ist gut. Ja, dann kann ich da noch. Und jetzt haben wir da schon fast zu 100% gewonnen. Ah ne, da haben wir eh direkt mit dem Haku zurückgeschlagen. Was zur Hölle ist bitte? Ach so, da habe ich ja noch alles dazu gestellt. Ja, von da ist es am schnellsten 175. Warte, was? Ja, von da ist es einfach am schnellsten. Und hier ist es, glaube ich, offensichtlich, dass es von da am schnellsten ist. Ja. Wir als Deutsche setzen natürlich auf Geschwindigkeit. Jetzt wird gleich Panama kapitulieren. Bei denen ist eh das Kriegsziel drin. Ja. Und Panama ist unsere Marionette. Und dann fällt auch gleich noch Costa Rica. Und dann bin ich am Überlegen, Guatemala, aber dann würde sofort Mexiko kommen. In Kolumbien könnte ich noch angreifen, ohne dass mich irgendwer nervt.
Ja, ich glaube, ich werde dann sofort mal Kolumbien angreifen. Das ist übertrieben, was wir da machen. Aber gut. Wir sind noch immer dabei, uns um Amerika zu kümmern. Nee, das dritte. Und dann habe ich noch das zweite. 1, 2, 3, 4. Ja. Die Armeegruppe kann noch in irgendein Boot rein. Die Armee kann noch in irgendein Boot rein. So. Jetzt bringe ich erstmal ein Boot dahin. Eins dahin. Eins dahin. Und eins hierhin. Ja, okay, und jetzt bewegen sich da alle. Eins, zwei, drei. Noch eins. Ja, sind die hier bereit? Die hier sind auch bereit. Das heißt, jetzt könnte ich auch noch Afghanistan einen Krieg erklären. Was natürlich in einer Weise schlau ist. Marionette. Was denn sonst? Wir brauchen ja da kein Land. Das wäre nicht wirklich so schlau. So, die Flotte kann sich jetzt auch mal dahin bewegen. Unsere Konvois werden da eh nicht vernichtet. Nein, nur hierhin. Ja, es kann noch kurz dauern. Ach ja. Drei. Und dahin. Die können da. Ein, zwei, drei und da. Die können. Noch da. Und die können einfach alles direkt mal dahin. Und dann sollte auch schon alles langsam funktionieren. Wir produzieren wieder viel zu viel, aber was ist denn fertig? Oh. Ja, da ist wieder fast eine gesamte Armee fertig geworden. Oder zumindest sollte es eine gesamte Armee sein. Ja, das ist eine ganz neue Armee gleich.
Ich habe das Gefühl, bei mir ist gerade der Ton etwas leiser geworden. Ich weiß nicht warum. So. Wo könnte ich die noch dazu packen? In welche Armeegruppe?